Wenn in 2015 im Herbst in einem einsamen Beschluss im Kanzleramt, bei dem weder die Fraktion zugestimmt hat, noch natürlich irgendjemand in der Partei gefragt wurde, noch das Parlament gefragt wurde, noch je das deutsche Volk gefragt wurde, über Nacht alle Grenzen aufgemacht werden und Millionen von Menschen ins Land reingeholt werden, gegen alle Gesetze. Lassen wir mal die rechtliche Frage völlig außen vor. Kann man sich nicht vorstellen, dass das ein einsamer Beschluss einer Kanzlerdarstellerin ist, sondern man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass da irgendjemand gesagt hat, so das ist jetzt das, was jetzt ansteht. Oder liege ich da falsch? Nein, das ist langfristig geplant worden. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, der Zweite Weltkrieg ist nur gewonnen, wenn das deutsche Volk als homogenes Volk beseitigt wurde. Und es wurde dann ja aufgestellt, dass wir durch eine hellbraune Einheitsrasse zu ersetzen sind, dass sie auch die neue Weltordnung, die das für die ganze Welt fordert, und alle Politiker von Sarkozy, Hollande und die wir da alle nehmen, die stimmen dem bei. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le 21e siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Und langfristig, so hat die UNO verfügt, sollen 180 Millionen Schwarzafrikaner nach Deutschland gebracht werden. Ich frage mich, wo wollen die dann alle hin? Da müsste ja ganz Deutschland eine riesige, gigantische Stadt werden. Und was soll der Unsinn? Ich meine, die gehören hier nicht her, die haben eine andere Kultur, die haben eine andere Denkweise, die haben eine andere Religion. Aber das wird alles über unsere Köpfe verfügt. Und dass das gegen die Verfassung ist, ich meine, auch wiederum, der Stern hat festgestellt, den Amtseid von Merkel, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten und seinen Nutzen zu mehren, ist von Frau Merkel eindeutig gebrochen worden. Eigentlich müsste dann ja die Generalbundesstaatsanwaltschaft einschreiten, aber tun wir nicht. Die Mächtigen können in unserem Land das Gesetz nach Belieben brechen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Da sind ja tausende Anzeigen wegen Hochverrats, wegen Merkel eingegangen. Und nicht von Lieschen Müller, sondern von Anwaltsvereinigungen und anderen, die auch darüber Bescheid wissen. Oder wenn wir den Papier nehmen, den Präsident des Bundesverfassungsgerichts, ehemaligen, oder die Fabio Die oder Fabio, andere, ja. die haben das ja ganz eindeutig erklärt. Die haben gesagt, Merkel hat alle Gesetze gebrochen. Alle. Strafgesetz, europäisches Recht, Verfassungsrecht, das Legalitätsprinzip, alles gebrochen. Aber ich meine nicht nur Sie, es existiert doch gar kein Recht mehr. Wir sind in einem rechtlosen Zustand. Der Mächtige kann das Gesetz nach Belieben brechen. Die wirklichen Großverbrecher, ich nenne mal Draghi und Konsorten, die sind ja von allen rechtlichen Auflagen befreit worden. Amnestie wurde im Voraus gewährt für jeglichen EU-Kommissar. Und die sind's doch, Für die den die wirklichen Gouverneursrat. Verbrechen begehen. Ja. Und Herr Scholz war ja auch dabei, der Martin, wo er dann also diese Korruptionsvorwürfe gegen Juncker und andere Dinge oder dass zum Beispiel Kommissare direkt in die Wirtschaft überwechseln ohne Karenzzeit, da hat das alles und untergebuttert mit dem Spruch, ich bin das Parlament. Hat er alles verhindert. Ja. Also da herrscht Rechtlosigkeit. Und wir haben schon längst wieder Zustände, wie früher. Genau wieder. Sie sind natürlich anderer Art. Ich meine, heute werden keine Juden verfolgt. Heute werden jo Leute verfolgt, die kritisch denken können. Ich habe viele jüdische Freunde. Das sind kritische Intellektuelle, also Geistesgrößen zum Teil. Und die sind deutsch-national.
Die sind patriotisch. Die sagen, wir lieben das Deutschland, wie es zumindest mal gewesen ist, und all den großen deutschen Denkern und Dichtern. Wir identifizieren uns damit. Wir wollen nicht, dass das zerstört wird. Als die mir vor vielen Jahren gesagt haben, Merkel hat die Aufgabe, Deutschland zu zerstören, das hätte sie angeblich vor der Knesset versprochen. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Und ich weiß auch, dass Uri Avneri, der ja nun lange im Knesset war, oder er noch immer ist, für Jahrzehnte, dass er einen entsetzten Artikel über Merkel in Europäische Ideen geschrieben hat, wo er gesagt hat, die hätte so widerlich geschleimt und so schlecht über Deutschland gesprochen, dass er das gerade noch auf die Toilette geschafft hat, bevor er sich vor Ekel übergeben musste. Dann hieß es, der Islam gehört zu Deutschland. Nein, das tut er nicht. Der Islam ist hier reingebracht worden. Und wir müssen sehen, dass der Islam eine Religion ist, die Homosexuelle fehlt, an Baukränen aufhängt und dergleichen mehr, die für Diebstahl die Hand oder Füße abhacken. Und wenn natürlich hier solche Schwerstkriminellen aus Afrika zu uns kommen und hier dann sehen, wenn sie zum 10. Mal erwischt werden, dass der Richter sagt, du, das darfst du aber nicht, wenn er denn überhaupt zum Prozess kommt, die lachen sich doch tot. Also wenn man sieht, was wir die für drakonische Strafen dort haben. Dann hat sie gesagt, sie kennen mich. Im Bundestagswahl 2013, wir kennen Merkel nicht. Wir wissen nicht, ich habe mal bei mir zu dem Asylinterview, was wir hatten, danach hat mal jemand eine Kommentar reingeschrieben, alles über Merkel. Die Nummer ihres israelischen Passes, alle Details über ihren Besitz in Paraguay und dergleichen, davon wissen wir nichts. Wir wissen nicht, dass sie Zionistin ist, dass sie Bilderberger ist und dergleichen mehr. Wir wissen nicht, warum hat sie sich ein Grundstück in Paraguay ausgesucht, in einem militärisch gesicherten Gebiet neben Bush, weil die nicht ausliefern. Wenn Merkel mal vor Gericht gestellt werden sollte wegen Hochverrats, ist sie vermutlich vorher weg.